Aloha und ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge vom Nether Update in Minecraft. Ja, wir sind mittlerweile schon 77 Tage in dieser Welt unterwegs. Es ist einfach unglaublich. Unglaublich, wie schnell das einfach immer geht. Ich habe jetzt mittlerweile das Gerüst für das Haus fertig. Das heißt, ich muss jetzt nur noch die ganzen Wände mit reinziehen und die Dächer und so weiter und so fort. Dann ist das erste Haus, beziehungsweise mein Starterhaus, erstmal zumindest von außen durch. Das heißt, ich muss noch Treppen drin einbauen. Ich muss noch generell ein bisschen halt dann hier drin rumbasteln, dass das Ganze dann schön wird. Dass wir das schön machen. Aber es geht auf jeden Fall voran. Generell Geschichte, warum ich jetzt halt die letzten zwei Tage, beziehungsweise die letzten drei Tage nicht wirklich hier zugegen war, war halt einfach, wir haben halt das Karnevalswochenende jetzt gehabt. Ich war zwar nicht viel unterwegs gewesen, was Karneval angeht, war aber meinem Freund im Fitnessstudio, wo wir uns jetzt angemeldet haben, weil wir einfach über das letzte Jahr so viel zugenommen haben, ganz ehrlich. Also ja, man kommt irgendwann einfach an so einen Punkt an, wo man sich selber nicht mehr wirklich wohl fühlt und dementsprechend muss man einfach was machen. Und da wir uns halt selber zu Hause nicht wirklich dazu motivieren können, dann hier was zu machen, dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir ins Fitnessstudio, da werden wir betreut, da wird das alles gemacht und dann wird das Ganze dann auch wieder gut sein. Besonders dann sieht man für den Sommer auch wieder schön aus, ne? So muss man das ja machen. Naja, aber wie gesagt, generell habe ich erstmal geschaut, dass ich heute dann das Grundgerüst für das Haus nochmal fertig kriege. Werde mich dann einfach mal, denke ich mal, wieder melden, wenn das Gerüst dann komplett soweit steht, beziehungsweise die Fassade. Bis dahin wünsche ich euch einfach noch viel Spaß. So, ich würde sagen, die Fassade vom Haus steht. Das Einzige, was jetzt noch drauf muss, ist das Dach. Und dann ist unser Haus auch schon fertig. Mein Gott, das geht immer so rasend schnell. Die Sache ist, ich weiß gerade nur noch nicht, was für ein Dach ich haben möchte. Normalerweise müsste ich dafür wirklich mal Terrakotta noch farmen gehen und dann daraus dann halt das Dach machen. Das heißt, ich werde mich, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen auf die Suche machen nach Terrakotta und dann da ein bisschen rumfarmen gehen und dann ein schönes Dach zusammenbasteln. Ja, muss ich halt nur noch gucken, in welche Richtung das ist. Aber bevor ich das Ganze mache, muss ich natürlich auch noch gucken, dass ich halt bisschen hier das Gerät mitnehmen und ich muss noch mal gucken, wo ich meine andere habe. Habe ich die hier? Da. Dass ich die mitnehme, dann muss ich auf jeden Fall noch gucken, dass ich noch Sand mir hole für die Fenster. Ja, und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. So, ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Ich habe einen Mesa gefunden. Es ist unglaublich viel gewesen, um hier hinzukommen. Wir sind bei minus 3000 und plus 4000 Blöcke auswärts. Das ist ordentlich. Das ist verdammt ordentlich. Aber hey, ne, wenigstens sieht man das Ganze dann natürlich nicht, wenn ich dann halt zu Hause bin und ich dann halt hier rumbastel. Wird natürlich alles einfacher zu erreichen, wenn ich dann halt irgendwann mal intern unterwegs war und mir ein paar Flügel geholt habe, aber das kommt natürlich alles noch. Das dauert alles natürlich noch ein bisschen länger, aber ist ja nicht schlimm. Ja, ist dann halt nur ein bisschen Laufarbeit für mich. Naja, Hauptsache, ich sammle jetzt hier erstmal ein bisschen was ein und dann kommen wir mal weiter. Thank you.
Gott, das hat etwas länger gedauert, um das Ganze jetzt hier ein bisschen einzusammeln. Ich habe jetzt ein ganzes Inventar voll mit Terrakotta, beziehungsweise Keramik, heißt es ja im Deutschen. Ja, ich hoffe, das reicht erstmal für das Dach zu Hause. Ich werde mir auf jeden Fall... Oh. Okay. Ich hoffe, die schauen mich nur an und kommen nicht gleich zu mir hoch. Ja, das heißt, ich werde mich auf jeden Fall jetzt auf dem Weg wieder nach Hause machen. Und ich hoffe, dass das Ganze dann für ein Dach reicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Naja, ich melde mich, denke ich mal, gleich einfach mal wieder, wenn ich dann wieder zu Hause bin und das Dach fertig ist. Bis dahin. So, ich glaube, Dinge sind passiert. Das Dach ist jetzt erstmal drauf. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Fenster. Aber ich glaube, darum werden wir uns das nächste Mal einfach mal kümmern. Ja, so ist dann erstmal das erste Haus soweit fertig. Ich kann euch ja nochmal generell ein bisschen rumführen. Wo müssen wir denn da hin? Hier. Damit ihr das Ganze einfach mal sehen könnt, das ist jetzt der Kamera-Account. Deswegen nicht wundern, warum ich da unten immer noch rumstehe. Ja, sieht gar nicht so doof aus, oder? Man hat halt hier noch eine Treppe, die man da drauf und runter gehen kann. Dann halt nochmal in den Extra-Trakt, der halt dieses Gebäude halt hier mit reinführt, beziehungsweise diesen Abschnitt von dem Gebäude. Hier werde ich nochmal ein paar andere Farben machen, was weiß ich, eine Pumpkin Farm und eine Melon Farm und ja, ich denke mal, wir sind schon einiges weit gekommen, besonders hier hinten ist das Feld noch, was hier noch rumwächst. Sieht gar nicht so doof aus, würde ich mal sagen, oder? Das heißt, wir müssen uns jetzt demnächst dann nur noch darum kümmern, dass das andere Haus dann noch gebaut wird. Und dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Damit, dann haben wir das Haus auf jeden Fall schon wieder. Und dann können wir uns um den ganzen anderen Kram kümmern. Dann kümmern wir uns um die Farm und wir dann nochmal wieder ein bisschen mehr im Nether unterwegs sehen. Bis dahin ist dann bestimmt auch nochmal ein neuer Snapshot rausgekommen und wir werden dann auch nochmal ein bisschen mehr sehen. Es gibt wohl mittlerweile auch ein paar Spekulationen darüber, dass es wohl, dass es wohl Mob D von dem damaligen Vote, von der ersten, wo wir halt mitentscheiden konnten, was als nächstes für ein Ding mitkommt, wohl in den Nether mit eingebaut wird, als neuer Boss oder wie auch immer. Dass vielleicht noch eine neue Dimension kommt, aber da kann ich mir, glaube ich, ehrlich gesagt nicht unbedingt so vorstellen, dass das wirklich passen würde, dass da noch eine neue Dimension mit reinkommt. Das wäre irgendwie komisch. Aber das werden wir bestimmt alles in den nächsten Wochen dann sehen, was dann genau noch auf uns zukommen wird. Und ich bin einfach mal super krass gespannt. Bin einfach super, super krass. Naja, okay. Ich würde sagen, ich sage an der Stelle einfach mal Tschüss. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, goodbye Deutschland und wir sehen uns. Ciao.